Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir machen jetzt 30 Minuten über das diabetische Fußsyndrom. Herr Nuber hat mich schon vorgestellt, deswegen kann ich hier drauf verzichten. Also ich komme aus Dortmund, aus diesem schönen Krankenhaus und leite da seit circa 15 Jahren die Diabetesabteilung. Wir beschäftigen uns überwiegend mit Fußproblemen in der stationären Diabetologie ambulant, hat Herr Nuber eigentlich auch schon gesagt. Um was geht es heute? Es geht ums Fußsyndrom und nach der Definition hier von Hochlehnert, Engels und Morbach ist das Fußsyndrom eine Erkrankung am Fuß, klar, bei Menschen mit Diabetes. Das ist das eine, Verletzungen aller Art. Kommen wir gleich darauf, warum die so sind. Und das zweite ist diabetesbedingte Charcot-Fuß. Da können wir heute aus Zeitmangel leider nicht drauf eingehen, obwohl das eine wichtige Erkrankung ist, die häufig übersehen wird. Jetzt ist die erste Frage, ich kann Sie ja nicht sehen, ich weiß nicht, wer im Auditorium sitzt. Sind Sie überhaupt betroffen von der Problematik diabetisches Fußsyndrom? Da ist die Frage, woran können Sie erkennen, dass Sie möglicherweise, dass Ihre Füße in Gefahr sind, auch dann, wenn Sie keine Schmerzen haben? Das ist ein Problem beim Fußsyndrom. Wir können das erkennen, wenn Sie Ihre Füße angucken. Hier zum Beispiel von einem Patienten, der aus ganz anderen Gründen ins Krankenhaus gekommen ist. Wenn man die Füße anguckt, dann sieht man, die sind sehr rosig, die sind warm, weil sie gut durchblutet sind. Die sind ganz trocken. Sein nächstes Charakteristikum von einer Nervenstörung des autonomen Nervensystems. Kommen wir gleich noch dazu. Und eine bestimmte Krallenzehenbildung deutet sich schon an. Zusätzlich kann man hier sehen, hat der Patient eine Nagelmykose, die dadurch bedingt ist, dass häufig zu enge Schuhe getragen werden. Wenn wir uns das hier angucken, wenn Ihre Füße so aussehen, dann kann man hier unter dem Vorfuß schon drei Stellen sehen, drei Stellen ausmachen, wo erhöhter Druck auf die Fußsohle entstanden ist. Und das sind dann die nächsten Stellen, wenn man nicht aufpasst, weil man keine Schmerzen hat, wo zum Beispiel dann auch Läsionen, also Verletzungen entstehen können. Oder wenn Sie dies hier nochmal angucken, das ist das Gleiche. Die Füße sind gut durchblutet, die Venen und die Gefäße sind weitgestellt, kann man unten im Bild sehen. Die Füße sind ganz trocken und auch hier wieder Nagelmykose. Also das wäre das Erste. Gucken Sie Ihre Füße regelmäßig an. Und wenn Sie feststellen, dass die Füße trocken sind, sehr warm sind, gut durchblutet sind und Sie möglicherweise schon solche Fehlstellungen haben oder unter der Fußsohle schon Hornhautbildungen an bestimmten Stellen haben, dann sollten Sie in jedem Fall auf Ihre Füße Acht geben. Das Entscheidende ist, dass die meisten Menschen ihre Füße oder Schmerzen an den Füßen nicht mehr spüren. Woher kommt das? Das sieht man rechts im Bild. Es kommt durch eine Nervenstörung, die diabetische Neuropathie, die sich langsam und schleichend entwickelt. Ist ein symmetrisches, also auf beiden Seiten gleiches, sensibel, also überwiegend die Empfindungen betreffendes Polyneuropathie-Syndrom. Polyneuropathie, weil viele Nervenarten betroffen sind. Das eine ist das sensible System, also die Warnfunktion des Schmerzes, Gift of Pain, also das Geschenk des Schmerzes, ist verloren gegangen. Man spürt nicht mehr, wenn die Füße in Gefahr sind, wenn man zum Beispiel zu heiß die Füße badet, wird nicht reflektorisch der Fuß geschützt, sondern man belässt ihn in der Gefahrenquelle. Autonom, also das vegetative Nervensystem ist auch gestört. Die Füße sind trocken, dadurch sind die Hornhäute einrissfähig. Es bilden sich kleine Risse, die dann möglicherweise Eintritt für Bakterien sind. Und motorisch, also die Nerven, die die Bewegung koordinieren an den Füßen, die motorische Neuropathie führt dazu, dass der Fuß in einer ganz charakteristischen Weise Krallenzehen bildet. Und das können Sie auf der linken Seite auf dem Bild sehen. Da sind die Krallenzehen ausgebildet und auf der fünften Zehe und auf der zweiten Zehe sind jetzt schon solche Druckstellen. Wenn man nicht aufpasst, das Schuhwerk also nicht anpasst, dann sind das die ersten Stellen,
wo dann Löcher entstehen. Im mittleren Bild ist das gleiche nochmal und man kann ein ganz interessantes Phänomen sehen. Man sieht, auf beiden Füßen sind Haare. Das nennt man Hairy Toe Sign und das ist ein Zeichen, dass die Durchblutung, also die Ernährung der Haut sichergestellt ist. Häufig oder meistens wird bei Diabetes assoziiert, dass eine Durchblutungsstörung an den Füßen besteht und deswegen die Füße nachher amputiert werden. Das ist völlig falsch. In der überwiegenden Zahl oder fast ausschließlich ist die Ursache für die Störung, zeige ich Ihnen gleich noch, die Neuropathie. Wenn dann noch eine Durchblutungsstörung dazukommt, kommt in den nächsten Bildern, dann wird alles noch viel schlimmer. Also, die Gefahr besteht darin, dass die Schmerzen fehlen. Ja, wenn man dann zusätzlich eine Durchblutungsstörung hat, dann nimmt das Ganze noch einen rasanten Verlauf. Das heißt, wenn man sich dann verletzt und zusätzlich neben der Nervenstörung die Durchblutung nicht mehr ausreichend ist, dann entwickeln sich dramatische Bilder, wie man hier rechts im Bild sehen kann. Das ist ein Endstadium, also die Totalnekrose des Fußes. Auch noch ganz wichtig ist, die Nervenstörung beginnt an den längsten Nerven und zwar an deren Enden, weil die Nerven vom Rücken aus ernährt werden. Deswegen beginnt das Ganze immer an den Fuß, an den Zehenspitzen und steigt dann langsam nach oben auf. Wenn die Nerven schon bis zum Knie gestört sind, dann fängt es auch an den Händen an. Das nennt man diabetische Chiropathie. Nochmal entscheidend ist, betroffen sind Leute, deren Nervenfunktion nicht mehr richtig in Ordnung ist. Polyneuropathie. So, jetzt haben Sie Ihre Füße angeguckt. Sie sehen Hornhäute. Was können Sie jetzt tun, um weiteres Drama oder zum Beispiel auch Amputationen zu vermeiden? Das allererste und das allerwichtigste überhaupt, wenn man Diabetes hat, man muss dem Disease Management Programm beitreten. Das bietet jede Krankenkasse an und der Arzt kann sie da einschreiben. Der kriegt für diese Teilnahme an diesem strukturierten Programm dann eine spezielle Vergütung. Das Disease Management Programm stellt sicher, dass Ihre Füße in regelmäßigen Abständen untersucht werden und zwar leitliniengerecht untersucht werden. Was heißt leitliniengerecht? Der Fußuntersuchung, man muss die Füße angucken, man guckt nach Hornhäuten oder vielleicht sogar auch Verletzungen, das regelmäßig, weil man selber, wenn man betroffen ist, das ja nicht merkt. Dann untersucht man die Nervenfunktion, das ist das linke Bild. Da kann man hier diesen feinen Nylonfaden sehen, das Weinsteinfilament. Also ob das Berührungs- und das Schmerzempfinden noch intakt ist. Und es gibt dann zwei andere Untersuchungen, noch die Stimmgabeluntersuchung. Viele von Ihnen werden das kennen, wo man das Vibrationsempfinden, also die feine Sensibilität, testen kann. Und dann ist es ganz wichtig natürlich, dass auch die Pulse regelmäßig getastet werden am Fuß. Das ist eine ganz einfache Untersuchung, die häufig übersehen wird, weil Patienten keine Beschwerden äußern. Pulse untersuchen. Und wenn man die Pulse nicht tasten kann, das können Sie auch selber machen, sehen Sie da, wo die Stellen sind. Wenn man die Pulse nicht tasten kann, muss als nächstes eine Ultraschalluntersuchung der Füße gemacht werden. Das stellt das Disease Management Programm sicher, weil da gibt es Checklisten, wie Menschen, die Diabetes haben, regelmäßig und wie vor allen Dingen sie untersucht werden. Okay. Das ist das Erste. Wenn Sie sich über diese Disease-Management-Programme sachkundig machen möchten, gehen Sie auf diese Seite hier oben, gesundheitsinformation.de. Das ist die Seite vom IQWiG, also dem Institut für Qualität und Ökonomie im Gesundheitswesen. Da sind die Disease-Management-Programme, Sie sehen auf der rechten Seite für Typ 1 und für Typ 2 Diabetes, umfassend erklärt. Also, die Seite habe ich unten angegeben, www.gesundheitsinformation.de. Wenn Sie jetzt was an den Füßen haben, woran können Sie denn erkennen, ob Sie sachgerecht behandelt werden? Also angenommen, Sie sind nicht im Disease Management Programm oder Sie sind da drin, aber der Arzt arbeitet nicht leitliniengerecht. Also die Frage ist, ist mein Arzt eigentlich geeignet, meine Füße zu schützen, indem er sie untersucht und dann die richtigen Maßnahmen ergreift?
Und eine von den Hinweisen für Sie, dass das möglicherweise nicht der richtige Arzt ist, ist, wenn er Ihnen einen solchen Schuh, einen sogenannten Vorfußentlastungsschuh verschrieben hat. Der Vorfußentlastungsschuh führt dazu, dass man in der normalen Gangphase, gerade da, wo Läsionen sind, also Verletzungen sind, den Fuß völlig überlastet. Ich habe Ihnen ein weiteres Beispiel mitgebracht von einem Patienten, der einen solchen Schuh getragen hat. Und Sie sehen an der Spitze, da wo eigentlich also der Vorfuß entlastet werden soll, entstehen die maximalen Drucke. Also das wäre zum Beispiel ein Zeichen. Sie haben eine Verletzung am Fuß und der Arzt hat Ihnen einen solchen Schuh verordnet. Dann ist es ein klares Zeichen, dass er nicht geeignet ist, Ihren Fuß zu schützen oder auch zu behandeln. Hier können Sie noch mal die schlimmste Form sehen. Das ist der sogenannte IPOS-Schuh. Da ist also vorne alles frei. Und wenn man da eine normale Gangphase hat, dann ist der Fuß direkt am Boden und die Wunde ist nicht geschützt. So, angenommen, wir haben eine Verletzung und Sie müssen ins Krankenhaus wegen des Fußes. Dann müssen Sie sich die Frage stellen, ist das Krankenhaus, wo ich hinkomme, denn überhaupt geeignet, meine Füße zu behandeln? Das ist auch nicht überall der Fall. Und das erkennen Sie daran, dass in dem Krankenhaus kein Diabetologe ist. Da sollten Sie immer nachfragen, wenn Sie irgendwo eingewiesen werden, und keine Diabetesberaterin. Dass in diesem Krankenhaus nachts der Blutzucker nicht gemessen wird. Und insbesondere gucken Sie mal danach, wenn die Arztbriefe schreiben oder die Diagnosen, wenn da steht Typ Römisch 1 oder Typ Römisch 2 oder noch schlimmer NIDDM oder insulinpflichtiger Diabetes, dann haben die Leute da den Stand von vor 30 Jahren, weil mittlerweile schreibt man das Ganze arabisch. Das allersicherste Zeichen aber, dass das Krankenhaus nicht geeignet ist, ist, wenn die Bretter am Fußende belassen werden. Das ist ja ein ganz einfaches Zeichen, das sehen Sie ja dann selber, weil dann rutscht man mit seiner Nervenstörung und der Verletzung vor dieses Brett und die Durchblutung ist gestört, hat aber nichts mit der eigenen Durchblutung zu tun. Okay, das wären so ein paar wichtige Zeichen, wo Sie sehen, dass auch die Behandler möglicherweise für Sie gefährlich sind. Wenn Sie jetzt ein Fußsyndrom haben, trockene Füße, vielleicht auch eine Verletzung, wie können Sie sich informieren, wie das richtig geht? Für die Profis hat die Deutsche Diabetesgesellschaft, also hier ist die Adresse deutschediabetesgesellschaft.de, auf ihrer Seite unter dem Begriff Behandlung, das habe ich da mit dem Pfeil markiert, wenn Sie da drauf gehen, für Sie alle Informationen bereitgestellt. Das eine ist, wenn Sie weiterklicken, also erst auf Behandlung und dann auf Leitlinien und Praxisempfehlungen, dann geht das nächste Fenster auf, dann wird es etwas schwierig, dann müssen Sie auf die Seite 3 gehen und da sehen Sie die Praxisempfehlung, also die Leitlinie zur Behandlung des Fußsyndroms. Da steht alles drin, wie man das richtig macht. Ne? So, dann können Sie sehen, das sind 5 Seiten, das ist eigentlich ganz wenig, aber da sind die wichtigsten Merkmale für eine richtige Behandlung markiert. Das nächste ist, jetzt haben Sie was am Fuß und Sie wollen einen Arzt suchen, der sich mit dem Ganzen auskennt. Oder Sie haben vielleicht eine Verletzung, die auch in einer Klinik behandelt werden muss. Wo finden Sie jetzt die Information, welche Klinik ist denn überhaupt geeignet, mein Fußproblem zu behandeln? Gehen Sie wieder auf die Seite, wieder auf Behandlung und dann 2 Stufen runter, zertifizierte Praxen und Kliniken. Und da können Sie Ihre Adresse angeben und dann wird in Ihrer Nähe angezeigt, welche Schwerpunktpraxis geeignet ist oder aber auch, welche Klinik geeignet ist, das Fußsyndrom zu behandeln. Das sind nicht viele. Oder aber Sie gehen auf die Seite der Arbeitsgemeinschaft Fuß der Deutschen Diabetesgesellschaft. Adresse steht da auch wieder, ag-fuß-ddg. Und auch da sehen Sie dann erstmal die Leitlinien, wie behandelt man überhaupt einen Fuß, wie muss eine Schuhversorgung gemacht werden und dann auch wieder da unten, wo sind geeignete Kliniken in Ihrer Nähe oder geeignete Einheiten, also Praxen, die sich mit dem Fußsyndrom auskennen. Okay, angenommen, Sie sind in einem Krankenhaus und man sagt, ja, das ist jetzt so schlimm, es muss amputiert werden, egal was amputiert werden muss. Dann gibt es jetzt eine Neuerung, die ist ganz wichtig.
Und dafür ist die Seite vom IQWiG, Institut für Qualität und Ökonomie, also Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, wichtig. Die können Sie auch aufrufen. Die Seite ist frei. Und es ist, die Seite stellt jetzt klar oder gibt auf ihrer Patientenseite Entscheidungshilfen zu der Frage, muss eigentlich überhaupt amputiert werden? Kommt das für mich in Frage? Das ist ein einfacher Fragebogen, den man da ausfüllen kann, um sich selber klar zu werden, ob man mit dem Ganzen einverstanden ist oder nicht. Und noch viel wichtiger, seit diesem Jahr hat jeder Mensch, der amputiert werden soll, das Recht, das einklagbare Recht auf eine Zweitmeinung. Also wenn der Chirurg kommt und sagt, wir müssen hier amputieren, ist das allererste, dass man sagt, ja, ich möchte eine zweite Meinung dazu hören, ob diese Amputation sinnvoll ist, gerechtfertigt ist oder ob sie unvermeidlich ist. Also auch da können Sie auf die Seite, die gehen vom gemeinsamen Bundesausschuss, da sind auch wieder Patientenmerkblätter, wie geht man vor, wenn eine Amputation im Raum steht. Und zum Schluss noch zwei Informationen. Natürlich, klar, sonst wären Sie ja nicht da, machen Sie das wahrscheinlich immer. Es gibt natürlich auch auf der Seite von diabetes.de, da sollten Sie übrigens auch beitreten, auf der Seite von diabetes.de wieder Informationen zum Fußsyndrom. Und als letztes, das hat Herr Nuber schon gesagt, wenn Sie jetzt sich weiter mit dem Fußsyndrom beschäftigen wollen, wir haben von Klinikum Dortmund aus verschiedene Videos produziert, wo die einzelnen Probleme, die ich heute jetzt nur anreißen konnte, nochmal dargestellt sind. Unter anderem, gucken Sie mal da, auch ein Beitrag zu der Frage, was ist eigentlich ein gefährliches Krankenhaus, woran erkenne ich das und was sollte ich dann tun? Okay, das waren meine Bemerkungen zum Fußsyndrom und jetzt bedanke ich mich erstmal für die Aufmerksamkeit. Jetzt können wir diskutieren. So, herzlichen Dank, ja. Dr. Risse. Ja, das ist wie bei Ihnen im Live-Chat. Ja. Mal sind die Schriften verkehrt und mal hat man das Mikro vergessen einzuschalten. Bei uns im Verlag muss jeder 5 € zahlen mittlerweile, wenn er das Mikro aus hat. Gut, ja, können Sie denn vielleicht das benennen, wie, über welche Zahlen wir reden? Wie viele Menschen sind denn betroffen in Deutschland von, sagen wir mal, kleineren oder größeren Amputationen? Und vor allem, bei wie vielen wäre es in Ihren Augen denn vermeidbar, wenn man die Dinge berücksichtigt, die Sie gerade genannt haben? Also mit den Zahlen ist das so ein Problem. Das sehen wir ja jetzt auch bei der Corona-Seuche. Da sind eigentlich die Zahlen noch genauer, weil es so eine Art Register gibt, wo die Zahlen gemeldet werden. Wir haben für Deutschland, für das Fußsyndrom, für die Behandlung kein Register. Das haben wir zigmal probiert und das ist auch von den Diabetologen unterlaufen worden. Also wie die eigentlichen Zahlen sind, wissen wir nicht. Und die schwanken immer so zwischen 20.000 und 40.000. Das sind also allerhöchste Zahlen, die auch nur in den letzten Jahren leicht zurückgegangen sind. Wenn Sie mich jetzt fragen, also welche Amputation ist vermeidbar, dann muss ich sagen, jede beim diabetischen Fußsyndrom. Wenn man nach dem, wenn man nach den Stadien vorgeht, die ich da gerade genannt habe, also ich habe Diabetes, ich schreibe mich ins DMP ein, ich werde ordentlich untersucht, leitliniengerecht, die Neuropathie wird erkannt, danach habe ich die entsprechenden Schutzmaßnahmen, da muss nicht amputiert werden. Das nächste Problem ist, deswegen habe ich da die Adresse angegeben. Wenn man in ein Krankenhaus kommt, was sich nicht auskennt mit Neuropathie, dann wird die Schwere des Fußsyndroms häufig unterschätzt, weil die Symptome von einer Durchblutungsstörung durch die Neuropathie eben nicht gesehen werden. Und dann gibt es auch wieder, wenn man ins falsche Krankenhaus kommt, natürlich Ärzte, die sagen, ja, da gibt es eine Mikroangiopathie, dann heilen die Wunden gar nicht. Diese Mikroangiopathie gibt es übrigens überhaupt nicht. Das ist ein Phantasma, was aber nicht auszurotten ist. Und deswegen empfehlen die Ärzte, die nicht geeignet sind, immer das dazu gesagt, häufig zu große Amputationen. Also statt einer Minimaloperation und dann abzuwarten oder überhaupt konservativ vorzugehen, wird dann eine Unterschenkelamputation durchgeführt. Das ist vermeidbar, wenn man darauf achtet, dass man in ein Krankenhaus geht, was für Fußsyndrome geeignet sind. Das sind im Wesentlichen eben die zertifizierten Einrichtungen, wo ich die Seite von der AG Fuß genannt habe. Und das sind, wenn überhaupt, dann
zusätzlich noch angiologische oder gefäßchirurgische Abteilungen, die sich mit den Durchblutungsstörungen, die eben auch vorkommen, und zusätzlich mit den Neuropathien auskennen. Sind denn Menschen mit Typ-1-Diabetes genau wie Typ-2-Diabetes betroffen von solchen massiven Fußproblemen? Ja, das ist völlig egal. Also die Formel, auch die Leute mit Typ-3-Diabetes haben das gleiche Problem. Im Verlauf der Zeit, in Abhängigkeit von der Güte der Blutzuckereinstellung, entwickelt sich halt die Neuropathie. Auch altersbedingt kann das auch sein. Aber jedenfalls unabhängig vom Diabetes-Typ, wenn die Neuropathie sich entwickelt, entwickelt sich als nächstes auch das Fußsyndrom. Jetzt gibt es hier einige Fragen aus dem Chat, die ich Ihnen einfach mal auch vorlese. Empfehlen Sie zur Vorsorge zusätzlich regelmäßig zum Podologen zu gehen? Ja, in jedem Fall. Also Fußspezialist, Fußpfleger. Podologe, ja. Fußpfleger, ja. Das sind, und die Podologen sind Fußpfleger, die auch, wieder wenn sie zertifiziert sind, sich regelmäßig weiterbilden und die natürlich die ersten Druckbelastungen am Fuß, also verdickte Nägel bei Mykosen oder aber Druckstellen durch die Fehlstellungen des Fußes, die behandeln können und die in der Regel, also wenn sie auch gut ausgebildet sind, ist genau das Gleiche wie bei Ärzten, die in der Regel auch in der Region wissen, wer sich mit Fußsyndrom, wenn Probleme entstehen, weiter auskennt. Das Problem bei den Podologen und bei den Pflegediensten ist, dass sie selber, obwohl sie das eigentlich könnten nach ihrer Ausbildung, immer die Ausbildung ist richtig, die dürfen keine Behandlung von Wunden machen. Deswegen ist die Wundbehandlung im ambulanten Bereich eher immer verkürzt, weil das da bei den Ärzten hängen bleibt und die ausgebildeten Pflegedienste und Wundmanager, zum Beispiel von ICW, zertifizierten Wundmanager, diese Wundbehandlung nicht machen dürfen. Das ist ein großes politisches Problem. Aber regelmäßig, also Fußbehandlung, regelmäßig zum Podologen in jedem Fall. Insbesondere auch dann, wenn man eine Nervenstörung hat und zusätzlich in eine Retinopathie, also einen Augenschaden durch den Diabetes, dann kann man nämlich die Füße nicht spüren und gleichzeitig kann man sie nicht richtig sehen. Das sind, wenn man in der Nagelbehandlung dann selber macht, sind das ganz häufige Verletzungen, die die Patienten sich selber zufügen. Und dann gibt es für das Ganze noch sozusagen ein Grundgesetz, was sich auch nicht geändert hat. Durch die Nervenstörung, dadurch, dass keine Schmerzen bestehen, gehen die Patienten zu spät zum Arzt, haben eine Wunde, die Wunde tut nicht weh, weil die Patienten eben auch denken, weil es nicht weh tut, ist es nicht so schlimm. Und dann gehen sie halt verspätet zum Arzt. Und der erste behandelnde Arzt, wenn er halt nicht ausgebildet ist, unterschätzt wieder die Schwere des Krankheitsbildes, weil die Patienten gute Laune haben. Also erster Schritt ist immer Füße angucken, DMP und natürlich regelmäßige podologische Behandlung. Und dann Schuhwerk. Ja, jetzt haben Sie uns natürlich gezeigt, wie schlechtes Schuhwerk aussieht. Wie muss denn, schreibt jemand hier, ein gutes Schuhwerk aussehen? Ja. Wo bekomme ich das? Also die Maßgabe, wie die Schuhe zu machen sind und in welchem Stadium welche Schuhe jetzt verschrieben werden können, findet man auch wieder auf der Seite der AG Fuß. Aber ich kann das als erstes, auch da ist es wieder das Grundgesetz, durch die Nervenstörung kaufen sich die Patienten zu enge Schuhe. Ja? Weil wenn sie so eine passende Schuhe sich kaufen würden, haben sie das Empfinden, überhaupt keine Schuhe anzuhaben. Also das Erste ist, man muss sozusagen den Fuß ausmessen und dann passende Schuhe kaufen. Die sind meistens breiter, als die Menschen das erwarten, und auch breiter als das übliche ästhetische Empfinden ist. Da fängt die erste Schwierigkeit an. Die zweite Stufe ist, wenn man Schuhe sich gekauft hat, die ausreichend breit sind, dann müssen die auch ausreichend hoch sein, weil darin muss sich eine sogenannte diabetesadaptierte Fußbettung befinden. Das gilt für Leute, die Fehlstellungen haben und die eine Neuropathie haben. Und der nächste Schritt ist dann, wenn man eine Verletzung hat, braucht man Therapieschuhe. Und dann der nächste Schritt, wenn zum Beispiel amputiert worden ist, ein Zeh amputiert worden ist oder die Fehlstellung massiv ist oder die Neuropathie stark ausgeprägt ist, dann braucht man orthopädische Maßschuhe und die müssen wieder von einem Orthopädie-Schuhmacher gemacht werden, der sich mit Diabetes auskennt. Also grundsätzlich erstmal, was sind gute Schuhe? Das sind leider Schuhe, die sind hässlich, die sind ausreichend breit, in die man eine Weichbettung legen kann. Die erste Stufe
bei, wenn man sozusagen die Nervenstörung sich gerade angebahnt hat, man könnte sich auch zum Beispiel Sportschuhe kaufen. Also zum Beispiel Reebok Classic ist so ein Schuh, den ich immer empfehle, weil der schon eine Weichbettung hat und ausreichend breit ist. Ich lese Ihnen noch mal eine Frage vor. Kann man gegen die Krallenzehen Krankengymnastik machen? Ja, also das könnte man machen, aber die Krallenzehe selber ist eine Folge der Neuropathie, weil die Neuropathie fängt an den Zehenspitzen an und geht dann weiter in Richtung Knie. Und deswegen sind als erstes die kleinen Fußmuskeln nicht mehr richtig innerviert und dadurch, weil die langen Fußmuskeln vom Unterschenkel noch funktionieren, bildet sich das automatisch aus. Krankengymnastik ist in jedem Fall immer gut, aber die Krallenzehen selber lassen sich nicht vermeiden. Mal eine Frage zu Ihrer Philosophie Ihrer Fotos. Also Sie haben ja durchaus drastische Fotos gezeigt, die nicht jeder, der heute hier im Publikum ist, gewohnt ist. Ja. Als Fotos gezeigt, die auch tatsächlich drastische Wunden zeigen oder total Nekrose, hatten Sie das genannt. Wieso zeigen Sie solche Fotos? Naja, also man muss ja wissen, um was es geht, wie die Bedrohung ist. Also das zum Beispiel diese Patientin, die ich da gezeigt habe, das ist im klassischen Verlauf gewesen. Die war bei ihrem Hausarzt, die hatte keine Beschwerden. Man hat die Durchblutung nicht getestet und dann ist das innerhalb von wenigen Wochen ist der ganze Fuß zerfallen. Also mit der Nervenstörung, Verlust der Warnfunktion des Schmerzes, kann sich das innerhalb kurzer Zeit massiv auswirken. Und das muss man einfach, die Bedrohung muss man einfach kennen. Ja, jetzt passend dazu eine Frage, wenn ich akut in ein ungeeignetes Krankenhaus komme, ja. Das mögen Sie ja sowieso nicht, ungeeignete Krankenhäuser, wie gehe ich dann vor, um da wieder verschwinden zu können? Also, ja, also das Ideale wäre, das können Ärzte leider auch nicht, das Ideale wäre, man würde sagen, ich möchte gerne in ein geeignetes Krankenhaus, können Sie mich dahin verlegen? Das gibt natürlich ein Riesentheater. Das kann man meistens nicht machen. Aber es gibt Patienten oder Angehörige, die bei uns anrufen und sagen, mein Angehörige ist da und da in Behandlung, kann der zu Ihnen verlegt werden? Nee, das machen die Ärzte meistens nicht. Dann muss man sich entlassen lassen und halt in ein anderes Krankenhaus gehen. Dann steht in dem Brief, weil die Ärzte dann beleidigt sind, gegen ärztlichen Rat. Ja gut, dann hat man sich gegen ärztlichen Rat eben verlegen lassen. Und man muss jetzt immer dazu sagen, das ist natürlich schwierig, wenn man betroffen ist. Aber man hat jetzt das Recht, ein verbrieftes Recht auf eine Zweitmeinung. Also wenn man in einem Krankenhaus ist und da soll irgendwas gemacht werden, dann sagt man, ja, können Sie nochmal einen holen. Das gibt auch da gibt es auch eine Liste wieder von Krankenhäusern, die Zweitmeinung machen. Können Sie mal einen holen, der sich damit auskennt und seine Meinung dazu abgibt. Das ist schwierig, wenn man krank ist, sich gegen so ein System zu wehren, aber das geht. Also wir haben letzte Woche wieder jemanden aufgenommen, da hat die Tochter zusammen mit dem betreuenden Pflegedienst, das muss man auch sagen, das Angebot der Klinik, hier müssen wir mal den Unterschenkel abnehmen, weil wegen der Mikroangiopathie, Halter und so weiter, also alles falsch gemacht, hat die Tochter gesagt, nee, möchte ich nicht, möchte woanders hin. Dann ist er halt zu uns gekommen. Das geht, aber das erfordert halt viel Kraft, ja, das ist so. Ja, und wenn jemand natürlich dann akut ins Krankenhaus kommt und ganz lange die Verletzung verschleppt hat, dann wird es natürlich auch schwierig mit Zweitmeinungsverfahren, wenn dann akut operiert werden muss. Genau, also dieses Zweitmeinungsverfahren gilt immer, das Recht gilt für planbare Eingriffe. Und es gibt natürlich, also das habe ich ja gar nicht gezeigt, das Fußsyndrom fängt an, meinetwegen mit einer kleinen Verletzung und die Bakterien wühlen sich in der Blutbahn vor, bis nachher der ganze Körper gefallen ist. Das ist Sepsis, also Blutvergiftung aus einem Fußsyndrom. Kleine Bagatellverletzungen reichen aus. Ja, dann bei Sepsis, das ist klar, dann kommt man ins nächste Krankenhaus oder da, wo ein Intensivbett frei ist. Das kann man irgendwie nicht, das kann man nicht dann beeinflussen. Auch da ist es wieder so, das nächste Drama. Also wenn man jetzt hat, man Typ 1 Diabetes und eine Blutvergiftung und dann kommt man auf irgendeine Intensivstation, ja, und dann muss man hoffen, dass die auch eine funktionelle Insulintherapie machen können. Das können die meisten Krankenhäuser eben auch nicht. Aber akut ist was anderes, aber da, wo es planbar ist,
da sollte man in jedem Fall immer, also egal was der Arzt empfiehlt, immer eine Zweitmeinung, immer mal einen Kollegen fragen. Und es ist schade, dass die Ärzte immer so beleidigt sind, wenn die Patienten das machen wollen. Aber um das Ganze zu vermeiden, also akute Notfälle zu vermeiden, ist der erste Schritt, das war mein Appell. Also erstens Diabeteshilfe, diabetes.de, da muss man beitreten, damit der Verband stark wird. Das ist das allererste. Zweitens, man muss ins Disease Management Programm und dann muss man in seiner Gegend gucken, wo ist die Praxis, die Schwerpunktpraxis, die sich mit Fuß auskennt, dann passiert sowas nicht. Also passiert auch noch, aber dann ist die Gefahr geringer. Ist es denn für ein Krankenhaus billiger, eine Amputation durchzuführen, als den Fuß konservativ zu heilen versuchen? Ja, also das ist das nächste Drama. Wir haben in Deutschland ja ein System der Kopfpauschale. Das heißt, wenn der Patient reinkommt, kriegt man eine Pauschale für die Behandlung. Und dann muss man sehen im Krankenhaus, dass der Patient möglichst schnell wieder rauskommt, damit man die nächste Kopfpauschale abrechnen kann. Deswegen ist der Hang zu schneller Medizin und auch zu schnellen Eingriffen eher größer unter diesem System. Wenn man das so macht, dann rechnet sich natürlich die Amputation eher, als wenn ein Patient konservativ wochenlang im Krankenhaus liegt. Deswegen sind die Fußabteilungen auch nicht lukrativ und gibt es auch nicht mehr so viele davon. Zum Beispiel sind diese Fußabteilungen in den privaten Krankenhäusern, das wäre das nächste, da haben wir nochmal ein eigenes Thema, in den privaten Krankenhäusern praktisch alle schon abgeschafft. Ist das denn bei Ihnen auch so? Sie sind ja auch in einer Fußambulanz, sind Sie auch knapp bei Kasse sozusagen? Ja, also wir haben ein riesiges Glück. Wir haben einen Geschäftsführer, der was Revolutionäres zu Beginn seiner Tätigkeit gesagt hat. Er hat gesagt, am Krankenbett wird nicht gerechnet. Das gibt es eigentlich sonst gar nicht mehr. Sonst gibt es Ampelsysteme und Controller und weiß ich was, die einen dauernd unter Druck setzen, möglichst schnell mit dem Patienten fertig zu werden. Bei uns ist das so, der Geschäftsführer, Herr Mintrop, sagt, diese Menschen müssen auch behandelt werden. Wir sind ein kommunales Krankenhaus, also wir haben einen Versorgungsauftrag für die Bevölkerung. Und in diesem müssen eben auch unlukrative Angebote vorgehalten werden, weil die Patienten sind halt krank. Deswegen, ich bin natürlich ökonomisch eine riesige Katastrophe, deswegen rechnet er das mit anderen Abteilungen, die besser Geld verdienen, gegen. Und eben nicht so wie im privaten Krankenhaus, das ist ganz wichtig, sie ist ein kommunales Krankenhaus nicht verpflichtet, Rendite zu erwirtschaften, also für Aktionäre. Deswegen sind in den privaten Krankenhäusern solche Abteilungen, wie ich die habe, schon weg, weil dann vermehrt sich die Rendite. Wir sind kommunal und haben einen Geschäftsführer, der sagt, ja, das ist zwar desaströs, aber die Ergebnisse, also bei uns sterben halt wenig Leute, werden wenig Leute verlieren in Unter- oder Oberschulden, praktisch also unter 3% stabil, auch bei den schweren Erkrankungen, aber das rechnet sich eigentlich nicht. Ist aber sehr gut für die Menschen, die Diabetes haben und nicht amputiert werden. Für die rechnet sich das. Ja, aber wenn man ökonomisch denkt, ist das, was die Patienten sich so vorstellen, eigentlich nicht relevant. So, jetzt hat noch eine weitere Frage, ist im Chat aufgepoppt. Können Bandscheibenvorfälle eine Neuropathie beeinflussen? Ja, es gibt, also neben der diabetischen Neuropathie gibt es natürlich alle möglichen Erkrankungen, die die Sensibilität an den Füßen jetzt vermindern können. Unter anderem eben auch Veränderungen am Rückenmark, an der Wirbelsäule, wenn die Nerven entsprechend geschädigt sind. Dann kann auch da eine Nervenstörung am Fuß entstehen. Das ist aber meistens so, dass das nicht symmetrisch ist, also auf beiden Seiten, sondern dass solche Störungen bei Bandscheibenvorfällen meistens einseitig sind. Aber wenn die Sensibilität am Fuß ausgefallen ist, dann ist natürlich der betroffene Fuß auch in Gefahr. Dann war noch eine Frage zum Vitaminen. Welche Vitamine können eine Neuropathie verhindern? Ja, verhindern können sie die gar nicht, aber Vitaminmangel kann eine Neuropathie beschleunigen oder auch auslösen. Also zum Beispiel Vitamin B12 oder Folsäuremangel kann auch solche Nervenstörungen machen. Und dann gibt es jetzt das Typ 1 Diabetes, haben wir häufig, also ungefähr 5-10% der Fälle, zusätzlich auch noch andere Erkrankungen. Unter anderem eine
Atrophie, also Verkümmerung der Magenschleimhaut, atrophische Gastritis. Und dann wird das Vitamin B12 nicht richtig aufgenommen. Das kann im weitesten Fall, wenn man nicht aufpasst, auch zu einer symmetrischen Nervenstörung führen. Funikuläre Myelose heißt das dann. Und dann hat man das Gleiche in Grün. Und wenn man jetzt eine diabetische Neuropathie hat und noch einen Vitaminmangel, dann nimmt das Ganze natürlich einen schnelleren Verlauf. Wie nehmen Sie eigentlich jetzt die Veränderungen durch die Pandemie wahr? Gibt es vielleicht auch eine Chance, eine Forcierung durch die Digitalisierung, Nutzung der Telemedizin, damit sich die Wundversorgung irgendwie wandelt? Wird man jetzt vielleicht eher dazugezogen und gefragt über diese neuen Möglichkeiten, wie man denn das Wundmanagement oder den Podologen einbeziehen kann? Gibt es da irgendwelche Veränderungen? Also es gibt Telemedizin ist ein eigenes Gebiet, das nimmt Fahrt auf und für ganz bestimmte Fragestellungen ist das bestimmt super gut. Also, wenn man einen Patienten untersucht hat, das geht natürlich nicht telemedizinisch, jetzt beim Fußsyndrom, aber wenn die weitere Behandlung klar planbar ist, dann ist Telemedizin, also die Kommunikation zum Beispiel von Fußbildern oder auch Videos, ist eine gute Maßnahme, im Feld die Behandlung noch zu verbessern. Wir selber machen nicht viel damit. Also überwiegend geht das noch telefonisch bei uns. Wir haben noch keinen telemedizinischen Apparat. Aber zum Beispiel Frau Kanja in Krefeld, die macht das, ist ja auch Fußspezialistin, die mit den Pflegediensten Kontakt aufnimmt. Und wenn die vor Ort sind und eine Fragestellung haben, können die Bilder oder Videos zeigen. Das verbessert sich. Ob das durch Corona jetzt eine Beschleunigung erfahren hat im telemedizinischen, also Fußbereich, das weiß ich nicht. Aber es gibt solche Bestrebungen. Zum Beispiel der Hochlehnert, wo ich das Buch zitiert habe, in der Praxis in Köln, hat die ganze Schulung natürlich jetzt telemedizinisch angeboten und unter anderem eben auch Informationen zum Fußsyndrom. Aber ich glaube, das wird sich weiter durchsetzen, klar. Dann gibt es für Corona ganz unterschiedliche Aussagen von den Spezialisten. Also in manchen Fällen haben die Leute den Eindruck, gibt es auch schon Arbeiten darüber, allerdings nicht aus Deutschland, dass durch Covid die Leute noch später zum Arzt gehen, weil sie Angst haben, sich da anzustecken. Das ist die eine Variante. Die zweite Variante ist, andere Leute sagen, ja, das ist eigentlich ganz gut für die Abheilung von Läsionen, weil die Leute nicht mehr so viel rumlaufen draußen. Deswegen sitzen sie zu Hause und damit ist die Druckentlastung einfach durch Angst vor Covid schon eher sichergestellt. Also da sind die Meinungen unterschiedlich. Wir selber, nun haben wir stationär auch immer nur ganz schwere Fälle, wir sehen das nicht, dass die Patienten weggeblieben sind. Mit Fußsyndrom. Bei Stoffwechselpatienten ist was anderes. Wie ist Ihre Expertenmeinung zu dem neuen Schweißtest via Pflaster im DMP zur Frühdiagnose der Neuropathie im Fuß? Sind die ein zuverlässiges Mittel zur Erkennung, steht hier im Chat? Ja, auch da gibt es Arbeiten drüber. Wir machen das nicht, weil wir haben uns angewöhnt, ist eigentlich auch die richtige Methode, brauchst du kein Pflaster dafür. Wir gucken den Fuß an, wir fassen den an und wenn der trocken ist, dann ist die Schweißsekretion weg. Und wenn die Hornhäute geschmeidig sind und der Fuß einigermaßen feucht, dann hat man auch keine Läsionen, braucht man das Pflaster nicht. Aber für eine Routine, für jemanden, der nicht den ganzen Tag Füße anfasst und anguckt, ist das sicherlich eine gute Methode, darauf aufmerksam zu werden, aha, hier ist die Schweißsekretion, weil die kleinen Nerven sind die ersten, die kaputt gehen. Aha, hier ist die Schweißsekretion eingeschränkt oder verschwunden, dann bahnt sich sozusagen ein Fußsyndrom oder eine Nervenstörung an. Das ist nichts gegen zu sagen. Und jetzt haben wir hier noch eine Frage einer 80-Jährigen, die Metatarsalgie hat, Mittelfußschmerz etc. Welcher Schuh ist gut für mich, fragt sie. Also erstmal, Metatarsalgie ist was Wunderbares, weil das wehtut. Das heißt, automatisch schützt man den Fuß vor weiteren Verletzungen. Beim Fußsyndrom, bei Neuropathie ist es halt anders. Da läuft man auch auf solchen gefährdeten Stellen rum. So, was kann man machen? Also das Erste, was man immer machen sollte, wenn man überhaupt
dann einen Arzt aufsucht, sollte das ein Fußchirurg sein, also ein Chirurg mit spezieller Qualifikation für die Behandlung von Füßen. Das nächste ist, man braucht eine entsprechende Weichbettung in einem Schuh. Das kann eben auch ein semi-orthopädischer, also ein Konfektionsschuh sein, der geeignet ist, wo man eine dicke Weichbettung reinmachen kann. Und dann muss der Orthopädie-Schuhmachermeister die Weichbettung so machen, dass die Stelle, die wehtut, ausreichend von Druck entlastet ist. Kann sich eine Neuropathie auch verbessern, steht hier als Frage? Ja, also da gibt es schon ganz alte Arbeiten drüber bei Menschen mit Typ-1-Diabetes, die Pankreas und Nieren transplantiert worden sind, wo also über längere Zeit die Stoffwechsellage fast normoglykäm war. Da hat sich das gezeigt, dass die Nervenstörung auch sich verbessern kann. Insgesamt muss man aber sagen, nimmt auch die Neuropathie einen unterschiedlichen Verlauf. Also es gibt Menschen, die haben eine Nervenstörung und Schmerzen, kribbeln, empfinden, dass die Bettdecke zu schwer ist. Also die merken eher zu viel, insbesondere dann, wenn sie zur Ruhe kommen. Die Schmerzen können sehr quälend sein. Und im weiteren Verlauf lassen diese Beschwerden auch ohne Therapie nach. Und dann bleibt die Schmerzlosigkeit über. Am schlimmsten ist es, dass wenn die Neuropathie auf der einen Seite Schmerzlosigkeit bei Verletzungen beinhaltet und zusätzlich unangenehme Missempfindungen oder Schmerzen, wenn man zur Ruhe kommt. Painful, painless leg heißt das. Also ein schmerzhaftes, schmerzloses Bein, hat Andrew Bolton das genannt. Also zum Verlauf kann man immer sagen, wenn die Nervenstörung begonnen hat, also erst funktionelle Beeinträchtigungen bestehen, kann durch die Stoffwechselführung, eine gute Stoffwechselführung, können diese Beschwerden verbessert werden. Im weiteren Verlauf, wenn die Nerven erstmal kaputt sind, dann kann man die auch nicht wieder herstellen. Fast die letzte Frage. Wenn jetzt jemand viel zu spät mit seinem diabetischen Fußsyndrom, mit seiner Wunde zum Arzt kommt, was sind typische Fehler, auf die ich selbst als Patient achten kann, die dann in dem Behandlungsteam auftauchen? Also, wenn man hat eine Wunde, das wäre ja der Ausgang. Also, man geht mit einer Wunde zum Arzt oder häufig kommen die Patienten, weil sie Fieber haben, ne? Also gar nicht wegen der Wunde. Was sind die häufigsten Fehler? Also, relativ unverständlich ist, die Nervenstörung wird nicht gesehen und die Therapeuten gehen davon aus, es ist eigentlich gar nicht so schlimm. Also der erste häufigste Fehler ist, wird eine neurologische Untersuchung gemacht, Stimmgabel und Weinsteinfilament. Die zweite, auch mir völlig unverständlich, ist, dass auch wieder durch die Nervenstörung der Gefäßstatus nicht sauber erhoben wird. Und da gibt es wieder, entweder wird überhaupt nicht drauf geachtet, oder aber die Untersuchung zum Gefäßstatus ist nicht sachgerecht gemacht. Das ist der zweite Fehler. Der dritte Fehler, dass der verteilt sich sozusagen auf Ärzte und die Patienten hälftig, ist, dass die Druckentlastung nicht eingehalten wird. Ein enormer Fehler ist das beim Charcot-Fuß, also eine spezielle Fußveränderung, wo das Fußskelett zusammenbricht und noch gar keine Verletzung entsteht, wo den Patienten gesagt wird, sie sollen möglichst viel laufen, weil der Behandler denkt, durch die Mikroangiopathie müsste die Durchblutung durch Bewegung verbessert werden. Also das ist der nächste Fehler, die Druckentlastung wird nicht richtig eingehalten. Der nächste Fehler, der gemacht wird, häufig wird bei Bagatellverletzungen nicht geröntgt, also der Knochenstatus nicht erhoben. Das muss in jedem Fall immer sein. Ist der Knochen befallen, ja oder nein? Und was ist dann zu tun? Und der letzte Fehler ist, ein Antibiotikum wird nicht gegeben, weil die Patienten keine Schmerzen haben. Und das sind sozusagen die Punkte, die auch wieder im DMP abgearbeitet werden nach Checkliste und in einer Schwerpunktpraxis oder im Krankenhaus eben auch routinemäßig gemacht werden. Neurologische Untersuchung, Gefäßstatusuntersuchung, Röntgenbild, Abstrich oder Gewebeprobe, um zu wissen, welche Bakterien da sind und dann entsprechende Druckentlastung, habe ich eben gezeigt. Also wenn Sie irgendwo hingehen und Sie kriegen einen Vorfußentlastungsschuh, dann muss man sofort da abbauen. Das sind die häufigsten Fehler. Herr Dr. Risse, herzlichen Dank für die vielen Informationen.
Ich muss jetzt noch auf verschiedene Dinge hinweisen und ich darf sogar das. Sie haben es ja mehrfach schon erwähnt, dass man natürlich die Verbände stark machen muss, damit solche Informationen auch breit gestreut werden und damit solche Informationen auch eine Wirkung haben. Also Diabetes.de, Deutsche Diabeteshilfe, wäre einer der Verbände. Es gibt viele andere. Es gibt noch also auch eine Allianz und so weiter und so fort. Aber man kann natürlich auch bei Diabetes.de Förderer werden, wenn man denkt, da läuft irgendwas schief in unserem Land und da kann man auch finanziell unterstützen. Das will ich auch nochmal erwähnt haben. Und ich würde sagen, bis bald. Viele Grüße nach Dortmund und danke für die Informationen. Tschüss.